Mark's Way ist nur einer der Acts, die das Publikum der Seat Music Session mit seiner Stimme zum Grooven bringt. Fast ein Dutzend Vollblutmusiker aus dem In- und Ausland hat Phil Dankner als Organisator und musikalischer Leiter für die Konzertreihe zusammengebracht. Den 10. Geburtstag feiert der Event in diesem Jahr. 15 Konzerte in 6 Schweizer Städten folgen dem heutigen Tourstart. Und der Auftakt scheint gelungen. Ja, die Stimmung ist natürlich sehr, sehr schön. Eine Premiere ist immer ein spezielles Erlebnis. Keine Show wird so sein wie Premiere, aber ich glaube, nach 3 Tagen Probe mit Leuten, die sich so in dieser Kombination noch nie gesehen haben, eingeflogen sind aus der ganzen Welt, darf ich wirklich sagen, haben wir einen guten Abend. Ich glaube, den Leuten gefällt es. Wir haben Fun, wir sind noch ein bisschen verhalten, aber ich glaube, das wird sich von Show zu Show ändern und verbessern. Wie haben die Vorbereitungen ausgesehen? Wenn ich jetzt das so schaue, als Laie, würde ich fast sagen, es ist wie so ein Jam, wo die Leute einfach zusammenkommen und miteinander musizieren. Ganz so einfach ist es wahrscheinlich gleich nicht, oder? Ja gut, mein Job als Musical Director von dem ist eigentlich ganz einfach. Ich muss die Leute zusammen ein bisschen würfeln, ein bisschen diverse Leute aus Rock, Pop, Soul, Funk, Hip-Hop, R&B, ein bisschen von jedem ein bisschen etwas, Songs auswählen, meistens aus den Alben von den Leuten, die bringen mir Songs mit. Myron hat jetzt aus ihrem Album Songs und der Seven wird ja noch dabei sein und so weiter. Und das ist natürlich ein Vergnügen, du kannst aus 12 guten Songs die 2 Top-Songs aussuchen und dann schicke ich das der Band, die schauen sich das an, man probt, man dort spielen, sind alles Profis und macht es ja auch schon ein paar Jahre, von dem her wird es jedes Jahr besser und jedes Jahr entspannter. You look so good. Funk, Soul, Rhythm and Blues. Das Line-up an der Seat Music Session präsentiert sich vielfältig. Die Stilpalette ist breit. Da ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Dass sich die musikalischen Vorlieben unterscheiden, wird bei der Erinnerung an die erste eigene Platte besonders deutlich. Beziehungsweise Kassette. Pardon. Ich glaube, das erste Kassette, das ich gekauft habe, war Ländler. Ich weiß jetzt auch nicht mehr gerade welche, aber so eine Schweizer Gruppe, die hier Ländler gemacht hat. Und ja. Ich glaube, ich habe schon gleich mal ACDC-CD gekauft. Das ist etwa das, was da so danach ist. Das darf ich gar nicht sagen. Meine allererste Schallplatte war von David Hasselhoff. I've been looking for freedom. Ich muss es leider zugeben. Es ist wirklich wahr. Mein Herz blutet, aber es ist ja so. Irgendwann hat man es einfach noch gut gefunden, ja. Das war wahrscheinlich eine Beatles-Platte gewesen, oder vielleicht ABBA oder Barclay James Harvest oder so etwas. Eine von meinen ersten Scheiben war Thriller gewesen, so. Also das Thriller von Michael Jackson war eine der ersten Scheiben. Besser gesagt, zu dieser Zeit hat es noch Platten gegeben. Das ist wirklich, ich habe als erstes eine Platte besitzt. Und das, ja, das ist so Kindheits- und Jugenderinnerungen. So. Lustig, wie ein sehr gutes Album ausgewählt damals, weil wenn man das heute noch hört, das ist unglaublich, aber das hat immer noch eine Aktualität und eine Präsenz und eine Energie, die echt unglaublich ist. So. Dass auch Schweizer Musiker ihrem Publikum Gänsehaut verursachen können, beweisen Tanja Dankner und Mark Sway beim gemeinsamen Auftritt. Um die Musikalität der prominenten Seat-Botschafter steht es leider nicht genauso gut. Zumindest bei den männlichen Herrschaften. Zu meiner Schande muss ich leider sagen, ich bin nicht musikalisch. Mein Papa würde sich da, glaube ich, im Grab umdrehen. Er war sehr musikalisch. Ich wünschte, ich könnte ein Instrument spielen. Kein Instrument? Leider nicht. Total unmusikalisch. Hey. Eigentlich habe ich das Lehrerseminar gemacht in Bern. Das heisst, ich bin Musiklehrer, theoretisch auf Papier. Aber ich kann überhaupt nicht singen. Ich wollte das Instrument spielen und danach habe ich immer Länder gehört, das Bub. Und dann Handorgel war das Einzige, was mir zugesagt hat. Aber ja, nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, dass es gleich nicht das ist. Und ich glaube, so nach einem Jahr habe ich wieder gehört. Bei den Damen scheint musikalisches Talent durchaus vorhanden. Bloß bei der Disziplin, da hapert's. Ich habe als Kind lange Geige gespielt. Freiwillig oder hat man dich dazu gezwungen? Am Anfang freiwillig und dann immer unfreiwilliger. Es war irgendwie uncool, mit den Geigen durchs Dorf zu laufen. Und ich wollte dann lieber Gitarre spielen. Das war dann irgendwie angesagter damals. Ich habe mal auf Befehl von meinen Eltern Instrument gelernt. Ich habe Blockflöte gespielt, nachher Querflöte, dann habe ich gleichzeitig Klavier gelernt und vorher noch mal Geige. Also
ich denke, und Ballett habe ich auch noch getanzt, von dem her, es ist vorhanden, aber jetzt habe ich alles aufgehört. Musikalisch, talentfrei oder nicht, nach einer Music-Session der All-Stars kann sich keine und keiner im Publikum lange auf den lässigen Lounge-Sesseln halten. Und mit ihrer Power scheinen die Künstler sogar hier und da verborgene Ambitionen ans Tageslicht zu befördern. Words, boom, 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 don't come easy to me. How can I find the way to make you feel I love you.